Wunderbar, wunderbar. Ihr seid traumhaft. Also, liebe Zuschauer, Bad Vöslau, das ist so ein verträumter Wein- und Kurort in Niederösterreich, gar nicht weit weg von Wien. Und ich kann Ihnen sagen, Sie werden hier heute ein paar Gusto-Stückerl, richtige Schmankerl, wie wir hier sagen, erleben. Aber nicht nur hier in Bad Vöslau gibt es diese Schmankerl, nein, die haben wir heute auch im Stadl. Und Sie werden gleich merken, warum ich das so besonders ankündige. Unser erster musikalischer Gast, der kommt aus Prag. Und er ist ein Meister auf seinem Instrument, nämlich auf einem Horn, auf einem Waldhorn. Und dieser Mann war als Solist in fast allen namhaften Orchestern in Europa. Und ich muss Ihnen sagen, sein Repertoire, das reicht von der Klassik bis hin zum Jazz. Und wenn Sie das jetzt erleben, dann werden Sie sagen, so etwas gibt es fast nicht. Sie werden es nicht übertreiben, nicht? Sie erleben jetzt den türkischen Marsch von Wolfgang Amadeus Mozart, wie gesagt, gespielt auf dem Waldhorn, meisterlich von unserem Gast aus Prag, von Rudolf Masac. Darf ich bitten? Na, habe ich Ihnen zu viel versprochen, das war also unser erstes Schmankerl. Und wenn wir mit der Kamera ein bisschen herübergehen, diese drei Türken, die gehören zu unserem Stadlorchester, zu Wolfgang Lindner und seinem Team. Servus! Applaus.